Hi Leute und damit auch herzlich willkommen zu dieser XXL Osterböller Tour. Schaut dieses Video auf jeden Fall komplett und sehr, sehr aufmerksam, denn ich habe einige Ostereier versteckt. Wenn ihr es hinbekommt, alle Ostereier zu sehen, dann notiert euch auf jeden Fall die Zahl und schreibt eine E-Mail an Pyrographics. Es gibt insgesamt 3x50 Euro für deren Online-Shop zu gewinnen. Es sind einige neue Hersteller dazugekommen, wie zum Beispiel Bonfireworks, Elgato oder auch von Katan wurden jetzt weitere Artikel und nicht nur die Böller aufgenommen. Außerdem konnte ich schon Neuheiten erspähen. Klickt am besten direkt den Link unten in der Videobeschreibung, denn Pyrographics macht auch noch ein Ostergewinnspiel. Dann seid ihr auch direkt im Shop. Aber jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video, Leute. Und viel Spaß beim Ostereier finden. Dann lege ich doch hier direkt mal los mit den Funke A-Böllern in der aktuellen Charge. So. Funke A. Wie viel haben wir hier jetzt? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ungefähr. 9 mal 8. So, Lukas, was hast du da jetzt Feines? Ich habe da die 3 Kanonenschläge von Sauer. Right. Ich bin ready. Jetzt einmal hingestellt. Als nächstes, jetzt wie auch in der 1.0 Böller Tour, der Premium Kometen Mix von Lone Star. Und damit es hier nicht nur knallt, noch 2 schöne Vulkane, auch von Blackbox. Der Baustelle, muss man sagen, man muss. Achso, da drüber ist gut. So, jetzt für manche die etwas besseren Moskitos. Bin ich nicht unbedingt hundertprozentig der Meinung. Ich finde, die nehmen sich alle nicht viel. Deswegen zünden wir jetzt einfach mal die Laserboys von Hunke, nee, Argento. Wir jetzt gleich die erste Batterie zünden. Zünden wir erst noch 10er Tree Stepper. Ja, freilich. Das war die Roten. Backflip von Watt. Wir machen jetzt weiter mit der Double Deck Blue. So, jetzt haben wir richtig Bock bekommen auf Höhenfeuerwerk, deswegen machen wir jetzt weiter mit schönen Bombenrohren. Hier haben wir zum Beispiel Fat Blue von Gao. Dann haben wir hier schöne, schöne Feuertöpfe von Pyro Union. Und dann haben wir noch 3 verschiedene Salut-Bombenrohre.
Und danach zünden wir mal noch zum Abschluss hier. Gell? Ist aber auch eine Neuheit, oder? Was? Ach, die da meinst du? El Monstro? Nee, ich habe die von Pyromax. Achso, ja, die sind sehr gut. Ja. Aber was die hier können, weiß ich die gar weiß nicht. Ich auch nicht. Los geht's, wie gesagt, mit der Fat Blue. Red Wolf. Red Wolf. Ich mach Vogelschreck. Jo, und ich mach Titanium. Genau, so machen wir's. Let's go. Ja, komm. Wird man bestimmt nochmal einen kleinen Unterschied hören. Ja. Gut. Okay. Und halt mal alle drei. Monstro. Jetzt. Monstro von der Firma Leslie. Also Nummer 1. Wow. Nochmal der Maestro oder wie heißen die? Ja. Das ist die Meisterwerk. Knisternblumen. Boah. Richtig tolle Batterie. Zweimal Single Row von Pyrochini. Boah. Alter! Let's go! Boah. Sag? Ja. Wie viel? Ja, mach mal zwei oder so. Au! Weg, weg! Einmal Lilliput und einmal Salut. Okay, dann machen wir jetzt noch die restlichen Salut-Raketen. Fand ich jetzt in der diesjährigen Charge leider nicht so gut. Das ist nämlich die aktuellste, die es gibt. Und jetzt einfach mal im Vergleich. Poké-Raketen von Gao. Und zwar das Strong Pack. Das gleiche Spiel. So, jetzt zum Abschluss noch die Luftblitz von Leslie und dann noch die Thunder and Roses von Rubo. Bin gespannt. Danke, dass mir immer viel Spaß mit. Bereit fürs Finale? Ich bin sehr bereit, ja. Ich bin bereit. Boah. Die wird fett. Ja.
sehr, sehr geil. Alter Schwede. Das war doch mal ein fetter Abschluss. Schauen, wie es regnet. Es rieselt. Leise rieselt der Gips.